Call of Duty. Eine Marke, welche seit jeher jedes Jahr Verkaufsrekorde bricht und nachhaltigen Einfluss auf das Shooter-Genre hat und hatte. Wie jedes Jahr im November geht ein neuer Ableger der erfolgreichsten Shooter-Serie aller Zeiten an den Start. Jedoch konnte Call of Duty Ghosts dieses Jahr weder die Verkäufe von Black Ops 2 noch die von GTA 5 übertreffen. Auch wenn Activision euch da was anderes erzählt. Ob das wohl etwas mit dem Spiel selbst zu tun hat? Nun ja, wer Metacritic glauben möchte, der findet seine Antwort in einem winzigen User-Score. Grob zusammengefasst leidet der Ruf von Call of Duty unter drei Hauptaspekten: dem Marketing, der Community und dem Spiel selbst. Übertriebene PR-Aktionen, die simpelste Technik wie zum Beispiel Fische super aussehen lassen sollen, oder ein Vergleich mit Modern Warfare 3, in welchem es so dargestellt wird, als wäre Modern Warfare 3 damals das Nonplusultra der Grafikpower in Videospielen gewesen, sind lächerlich und peinlich. Wenn das fertige Spiel dann fast genauso wie der Vorgänger aussieht und sich nur im System und im Umfang Änderungen ergeben, macht das rückwirkend auf die übertriebene PR ebenfalls einen negativen Eindruck. Und zu guter Letzt besteht die Zielgruppe von Call of Duty mittlerweile aus Konsolenkindern, die dann natürlich keine Kritik bei Metacritic schreiben und dem Spiel 10 von 10 geben. Die Spieler, welche tatsächlich genug Hirn dafür besitzen, erkennen, wie die Reihe auf der Stelle steht und jedes Jahr Geld aus der Kinderfanbase presst. Das waren jetzt alles harte Aussagen, aber trifft das auch auf Call of Duty Ghosts zu? Schauen wir erstmal, was der Singleplayer von Ghosts so hermacht, beziehungsweise was er nicht macht. Beginnen wir einfach mit der Story, welche ein Call of Duty typischer Brei ist. Zwar ist sie dieses Mal durch einen besser verknüpften Handlungsstrang leichter zu verfolgen, das macht sie aber nicht interessanter. Es ist mal wieder eine klischeehafte Geschichte ohne große Höhepunkte oder Wendungen. Zwei Brüder und ihr Vater kämpfen als Ghosts auf der Seite Amerikas einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind, die Vereinigten Staaten von Südamerika, welche sich die Föderation nennen. Warum Südamerika nun auf einmal stärker ist als die USA, hängt irgendwie mit Stromversorgung aus Wüsten zusammen. Ist aber auch egal, denn das ist eh nur ein Mittel zum Zweck. Jedenfalls jagen die drei oben genannten Personen mit ihren Ghosts-Kameraden einen abtrünnigen Ghost namens Rock, welcher sozusagen der neue Latino Makarov ist. Allmählich glaube ich, dass Infinity Ward schon gar keine Story mehr schreibt, sondern einfach das Schema der Vorgänger übernimmt. Es geht doch immer darum, den Oberbösewicht zu finden und zu töten. Sakajew in MW1, Shepard in MW2, Makarov in MW3 und nun Rock in MW4, ich meine Ghosts. Lustigerweise konnte ich schon am Anfang genau sagen, wer am Ende stirbt und wer nicht, und als dann am Ende noch ein kleiner Twist kommt, hat es mich kaum interessiert. War wohl lediglich ein gezwungenes Ende, um ein Call of Duty Ghosts 2 zu erzwingen. Die Tatsache, dass eine Szene am Anfang des Spiels aus MW2 gerippt wurde, beweist ja eh, wie viel Mühe sich letzten Endes gegeben wurde. Aber wenigstens stirbt der Hund nicht. Obwohl, wäre eigentlich besser gewesen, die Misthöhle war nervig. Um jetzt über das Spiel an sich reden zu können, muss ich mit zerschlagenen Erwartungen anfangen. Ja, ich hatte wirklich Erwartungen an den Singleplayer. Die Thematik Ghosts bietet umfangreiche Möglichkeiten im Stil von Splinter Cell. Kleine Schleicheinsätze hinter feindlichen Linien, so wie es Geister nun mal tun würden. Und das bitte nicht in diesem Möchtegern, ich sag dir alles, was du tun musst oder die Mission ist verloren, COD Pseudo-Stealth. Das hätte man hier gut umsetzen können. Und was soll ich sagen, man hat nicht einmal ernsthaft versucht, ein solches Spielerlebnis zu schaffen. Genau genommen gibt es eine solche echte Stealth-Situation nur einmal für circa 5 Minuten im Spiel. Diese Ghosts sind ein gewöhnliches Captain Price Squad, welches alle Gegner frontal wegballert. Von der Inszenierung her hat Infinity Ward also mal wieder versagt, aber auch der Umfang wurde reduziert. Features aus Black Ops 2, wie die Auswahl des eigenen Equipments vor Beginn der Mission, Entscheidungen, die Einfluss auf die Story haben, oder Strike Force Missionen, gibt es nicht mehr. Ghosts spielt sich im Singleplayer wie jedes Modern Warfare. Die KI ist, wie zu erwarten, dumm. Und das, obwohl die KI im Truppenmodus, welcher Multiplayer-Gefechte simuliert, ziemlich gut ist. Sie soll auch gar nicht fordernd sein. Moorhuhn mit Hühnern, die das Feuer erwidern, würde auch keinen Spaß machen. Wer sowas spielen will, sollte sich mal die Rache der Sumpfhühner ansehen. Es gibt wieder einmal selten dämliche oder offensichtliche Gründe, die Mission zu verlieren. Das ist kein Erdbeben! Das ist eine Erdbeben!
Sicher. Realismus ist, wie in jedem Teil der Reihe, auszuschließen. Zehn Sekunden, wir müssen auf diese Typen feuern können. Dabei bemüht sich das Spiel verzweifelt um Abwechslung, was es aber nur selten schafft. Manchmal streut es kleine, nette Ideen ein. Unterm Strich hat man aber alles irgendwo schon einmal gesehen, was nach nun mittlerweile 10 Serienteilen auch kein Wunder ist. Die Hundsteuerung von Riley ist zwar ganz okay, aber sie kommt nur einmal kurz am Anfang vor, ist stark gescriptet und unterliegt ebenfalls dem COD Pseudo-Stealth. Auch hier hätte man diese Mechanik mit mehr Freiheit und weniger Skripts viel sinnvoller einbauen können. So bleibt es aber auf dem Niveau der restlichen Kampagne. Ansonsten ist Riley auch nicht weiter relevant oder nützlich. Man kann ihm zwar auf Knopfdruck den Befehl geben, einen bestimmten Gegner zu töten, allerdings dauert das viel zu lange, da schieße ich den Gegner doch lieber selbst ab. Dinge, die ich noch nicht erwähnt habe, sind Fahrsequenzen mit lustigen Ragdolls, Unterwasser- und Weltraumgefechte, welche sich trotz unterschiedlichem Setting gleich spielen. Und eine Survival-Sequenz, welche viel zu viele Minen zum Platzieren bereitstellt, obwohl sie auch ohne den Kram schon zu einfach wäre. Und damit hätten wir sämtliche spannende Elemente des Gameplays abgehakt. Mehr muss ich gar nicht ansprechen, um zu zeigen, was euch hier erwartet. Zum Finale kann ich aber noch was sagen. Das ist durch und durch langweilig und nicht beeindruckend. Widmen wir uns lieber interessanteren Themen, der Next-Gen-Grafik zum Beispiel. Als erstes muss ich natürlich die brillant animierten und technisch aufwendigen Fische erwähnen. Die Szene lief bei mir in etwa mit 15 Frames, da die Hintergrundberechnung der hochentwickelten künstlichen Intelligenz mein System ganz schön ausgelastet hat. Es gibt keine Hitmarker mehr im Singleplayer. Das ist tatsächlich eine gute Sache. Das Spiel hat viele abwechslungsreiche und schöne Level, die leider zu oft von generischen Wracks oder Städten abgelöst werden und recht statisch sind. Trotzdem gibt es einen Dschungel, den Weltraum,
Das Andengebirge. Den Ozean. Oder die Außenwand eines Wolkenkratzers. Es wurden wirklich alle Register gezogen. Nun die wirklich schlechten Neuigkeiten. Das Spiel ist mehr als unoptimiert für den PC. Auf vielen Systemen ist die Performance das Letzte, selbst mit sehr niedrigen Grafikeinstellungen. Hinzu kommen hässliche Grafikfehler. In diesem Level sieht das Wasser wirklich nicht gut aus. Hier wiederum sieht es tatsächlich hübsch aus. Bis es nach ein paar Metern leider in ein Paralleluniversum befördert wird. Schade eigentlich. Es kommen welche von denen zurück. Verstecken wir uns hinter dem Wasserfall. Na los! Stillhalten. Sie sollen passieren. Nicht bewegen. Weiter, bevor sie hierher zurückkommen. Das Spiel an sich ist einfach nicht so schön, wie versprochen wurde. Das ist nicht Next Gen, so hätte MW3 aussehen müssen. Da rechts! Pass auf den Osprey auf! Achtung! Los zum Heli! Aber wenigstens hatte Infinity Ward eine gute Idee, das Spiel wie ein Next Gen Spiel wirken zu lassen. Bis vor kurzem hatte das Spiel eine RAM-Sperre, welche es Kunden mit weniger als 6 GB Arbeitsspeicher nicht ermöglichte, das Spiel zu starten. Obwohl das Spiel, wenn es erst einmal gestartet ist, nur 2 GB RAM verwendet. Die Tatsache, dass diese Sperre mittlerweile rausgepatcht wurde, beweist ja wohl eindeutig, dass man uns hier verarschen wollte. Der Soundtrack geht in Ordnung, der Sound hat keine großen Besonderheiten, lediglich die Waffen klingen schlecht. Die Synchronsprecher sind zwar professionell, wurden aber schon zu häufig woanders eingesetzt. Nun, wenn etwas gut werden soll, tut man es selbst. Ah, du bist wach. Gut. Es ist schön, die ganze Familie zusammen zu haben, nicht wahr? Fehlt nur noch dein stiller Freund. Wo ist Keegan? Ich erzähl dir einen verdammten Dreck. Ach? Oh, Scheiße! Tank! Schieß nicht auf mich! Schieß auf den Tank! Infinity Ward hat sich keinerlei Mühe gegeben. Da hat man schon diese interessante Thematik und genug Möglichkeiten, die neue Engine zu präsentieren. Und trotzdem kommt nichts dabei raus. Der Singleplayer ist wieder mal nur ein schlechter Witz. Etwas, das niemand spielen muss oder möchte. Diesmal trübt sogar noch die grausame Performance den Gesamteindruck. Ich verstehe nicht einmal mehr, warum Singleplayer in Call of Duty und Battlefield überhaupt noch existieren. Wieso verschwendet man als Entwickler seine Ressourcen, um 4 Stunden Belanglosigkeit zu produzieren? Bestimmt nicht, um Material für Trailer zu haben. Macht um dieses Stück Software der Software einen großen Bogen. Es gibt auch nichts zum Freischalten wie im Battlefield 4 Singleplayer. Es bereichert euer Leben nicht im geringsten, im Gegenteil. Besser als dieser Drecks-Singleplayer von Black Ops 2 ist Ghosts schon. Das ist aber nichts, womit sich das Spiel rühmen kann. Eine Multiplayer-Review sowie ein Extinction-Gameplay und eine kleine Erläuterung zum neuen Truppenmodus findet ihr in der Beschreibung.